Hallo und willkommen zu einem weiteren Politik-Tycoon Let's Play und diesmal spielen wir mit der Familienpartei. Wen das Design interessiert, das ist auf meinem Kanal. Irgendwo findet ihr das garantiert. Wenn ihr mich abonniert habt, wird euch das auf meiner Kanalseite empfohlen. Wenn nicht, dann abonniert mich. Oder sucht einfach auf meinem Kanal nach Grafikmodifikation Politik-Tycoon, dann solltet ihr das finden. Genau, kann ich euch dann gerne irgendwie zukommen lassen. Jetzt aber erstmal zur Familienpartei. Es gab bei der letzten BZÖ-Folge eine Abstimmung und da waren die Familienpartei und das im BZÖ zusammen auf Platz 1. Ich habe mich jetzt entschieden, wir machen die Familienpartei hier im Let's Play und heute Abend ab 18 Uhr gibt es einen Livestream zu den Bürgern im Wut. Warum Livestream? Keine Ahnung, hauptsächlich, dass ich das ist danach ja dann hochgeladen und alles. Ah, ganz mittig, glaube ich. Irgendwie so. So, Verzeihung. Ja, genau. Der Livestream wird dann auch hochgeladen. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr mich da ja gerne beeinflussen. Wenn nicht, dann nicht. Ich mache den Livestream auch mit 0 Personen. Das ist nicht das Problem. Wir starten jetzt dabei. Ich glaube, das erste Mal in 2020 und direkt geht's hier mit den Farben weiter. Ich möchte uns diesmal auf jeden Fall hier pink lassen. Piratenpartei. Möchte ich nicht schon wieder die hässliche Farbe geben. So, für so ein... Ja, das Grau möchte ich aber auch nicht geben. Ich krieg jetzt grün. So, Piratenpartei kriegt jetzt grün. Ist mal was Neues. Genau. Ich habe die Einstellung der Piratenpartei auch geändert. Ich habe den doch sozial deutlich weggestrichen und stattdessen Liberale deutlich mehr betont, was ich auch realistischer finde. Und jetzt werden die hoffentlich nicht immer so übermächtig. So, ich habe ganz schön viele Politiker hinzugefügt. Da das aber eine sehr kleine Partei ist, und ich meine eine sehr kleine Partei, sind das normale Menschen aus dem einfachen Leben und deswegen möchte ich nicht deren echte Gesichter hier haben. Deswegen habe ich mir wahrscheinlich überlegt. Für alle, bis auf den Parteivorsitzenden. Da könnte man sagen, der ist Europaabgeordneter, da kann man auch sein Gesicht kennen. So, ne? Ansonsten habe ich ja das hier gemacht. Da hier zum Beispiel ist ein 20-Jähriger dabei. Irgendwo war ein 20-Jähriger da. Lukas Putz, wahrscheinlich der Sohn von Oliver Putz oder Neffe oder sowas. Tja, Joe sind alle random. Die haben nichts mit den echten Persönlichkeiten zu tun. Aber ungefähr eben an die Parteiausrichtung, die ich selbst gedichtet habe, stimmt vielleicht nicht ganz, aber ungefähr angenähert an meine Stasi, hier meine Ansprüche angelehnt. Passt das ganz gut. Am beliebtesten ist Nils Goiking mit 28, ja gut. Das war auch, das habe ich auch alles random gemacht. Manche sind über 50, manche unter 50, also 50 ist ja die Mitte. Ja, gucken wir einfach mal. Dann würde ich jetzt doch einfach hier den Nils Goiking mal setzen. Auch nur 28, das heißt, wir zeigen was Modernes. Die Familienpartei merkt man auch richtig schön, hier ist Familie. Zweimal hier Goiking, zweimal Prutz. Das sind übrigens alles Leute aus dem Vorstand. Ich habe aus dem Vorstand, der von deren Webseite ist, alle Personen rausgenommen, bis auf zwei. Da war ich da zu faul. Entschuldigung, wenn ihr mal zuschaut von diesen zwei Leuten, die ich nicht reingetan habe. Tut mir leid. Aber ich denke, das reicht. Die Leute sterben zwar schnell weg, aber erstmal grob. Reicht das? So, ich lege alles Geld an der Bank an. Wir machen erstmal keine Werbung. Ich bin gespannt, wie dieses Let's Play laufen wird. Wir spielen ja jetzt mal etwas eine. Ja. Gut. Mittlere Partei. So wie mit den Rechten wir inzwischen uns zum Glück bewegt haben. Ja. 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 Eine linke Partei wäre mir lieber gewesen, aber gut. Ich glaube, ich hatte nicht mal eine linke zur Abstimmung, also. Außer die Partei. Staffel 2. Was war noch? Ja, doch, die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, die wäre noch links gewesen. Aber gut. Kann ja nicht alles sein. Ich bin ja nicht umsonst hier nah am Zuschauer. Och, jetzt schon ist Günther Schmitz tot. Und der Herr Peter Garsen. Die wüssten, dass die jetzt schon sterben. Zeitung machen wir an und wir machen sogar einfach einen Internetauftritt. Wir gehen hier richtig auf Parteifang, Mitgliederfang, Kampagne und schauen so, wie die Subventionen im Bundestag erhöht werden. Ich habe es bereits in einem der Let's Plays angekündigt. Wenn ihr das jetzt aber als Folge 1 schaut, erwähne ich das lieber nochmal.
da der Herr Kemmerich in Thüringen von AfD und CDU und FDP gewählt wurde, habe ich die schwere Entscheidung getroffen, in Thüringen folgende Regierung zu etablieren. Tut mir leid. Es tut mir leid. Man kann hier keine Minderheitsregierung darstellen. Und eine nur aus FDP wäre auch ziemlich, ne? Aber man kann sie einfach nicht darstellen. Och, das sieht auch schön aus. Fällt mir gerade so auf. Also, ich hätte da ja immer schön so ein halbes Diagramm gemacht. Oh gut, das ist vielleicht mit diesem Programm schwer. Das ist ja schon ein bisschen her. Das kann man ja auch nicht einfach in Excel oder so mit den Diagrammen machen. Oder hier diese Online-Seite diagrammeerstellen.de. Das ist keine Schleichwerbung. Ist aber eine gute Seite an sich. Wobei ich in letzter Zeit eher Excel bzw. vergleichbare Programme bevorzuge. Tabellenkalkulationsprogramme allgemein. Aber mit diagrammeerstellen.de kann man das auch sehr gut machen. Da gibt es ja auch nicht so eine Funktion für ein halbes Kreisdiagramm. Da muss man dann immer alle Werte zusammenzählen und die dann nochmal einfügen. Und dann eventuell um ein paar Grad rotieren. Was in manchen Programmen besser, in manchen schlechter geht. Da rede ich von Tabellenkalkulationsprogrammen. Bei manchen ist das so eine offensichtliche Funktion, bei anderen sehr versteckt. Und dann habe ich mich auch schon mal dabei erwischt, das einfach völlig verdreht abzuscreenshotten und dann in Paint.net zu drehen. Weil es einfach dann schneller ging. Ich rede mit dir, OpenOffice. Ja, paar Wähler. 183. Immerhin. Aber wir haben gute Mitglieder. Das ist schön. Also wir könnten uns fast schon Werbung leisten beim nächsten Mal. Ja, machen gut Mitglieder hier, aber wirklich gut. Das verwundert mich richtig. So schnell haben wir noch nie Mitglieder gemacht, soweit ich weiß. So. Die erste Folge würde ich mal ein bisschen länger machen. Uschi ist Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Gut, aus der Berateraffäre raus. Keine Verteidigungsministerin mehr. Als Kommissionschefin hat sie anscheinend auch keinen Bock mehr gehabt, ist wegen der Berateraffäre doch noch zurückgetreten oder sowas. Und jetzt hier, Kabinett, Landtag Schleswig-Holstein, Ministerpräsidentin Uschi. Und ja, man darf nur Uschi sagen. Es gibt ja auch die Bezeichnung Ulla für Leute, die Ursula heißen, aber gut. Der ist Uschi. Kann man vielleicht besser Witze machen mit Uschi als mit Ulla oder so. Wahrscheinlich wurde die auch wirklich so genannt. Da habe ich jetzt leider keine Insider-Informationen. Genau. Skandal in der Partei. Lorenz Kaffier verlässt seine Partei. Der Herr Kaffee. Kaffee. Herr Kaffee und Kuchen. Lorenz Kaffier. So. Nächste Gesetzabschluss. Ui, da geht ja auch. Super GAU. Wir sind bestimmt gegen Atomkraft oder so. Entwicklungshilfe, die erhöhen wir. Wir wollen uns als Verzeihung. Soziale Partei geben. Da habe ich jetzt zu viel am Stück gebrabbelt. Das merke ich richtig, wie viel ich hier gerade brabbele. Das ist nicht gut für meine Stimme. Die immer noch leicht angeschlagen ist. Ja gut, als Familienpartei ist man vielleicht dafür. Aber verehrte Regierung, verehrte große Koalition, ihr habt schon mit 70 gespielt und über 70. Ich sag nur Herr Merz. 61! Ja, zerstört unsere Wirtschaft gut. Macht halt. Macht halt einfach. Erfolgreich angenommen. Jaja, PKW-Maut. 7.200 machen wir mal. Richtig hier, waren wir richtig viel. Machen wir eine Woche Flyer im gesamten Land. Oder wir machen mal 10 Wochen Niedersachsen. Geben wir mal unsere Wahlkampfpauschale aus. Machen wir inzwischen Gewinne hier. Wir machen schmale Gewinne, das ist super. Dies ist doch exzellent. Fleming Meyer verlässt die Freien Wähler. Wir kommen hier auf mehr als der Freie Wähler Südschleswiger Wählerverband. Laut Umfragen. Umfragen braucht man nicht glauben. Och, die Frau von Stolm, die arme Frau von Stolm. Oder wie man so schön sagt, glaub nur einer Statistik, die du selbst gefälscht hast. In 23 Wochen ist dann auch schon der Bundestag dran. Mehr kann man dazu auch nicht brabbelieren. Ich verzeihe mich. Jojo, jojo.
Jojo, Jojo. Jojo, Jojo, Jojo. Jojo. Wie auch immer wir das geschafft haben, Jojo. Mit ein bisschen Werbung sind wir einfach mal auf 2,06% gekommen und damit auf den viertletzten Platz. Jetzt weiß ich, wie sich die Piratenpartei immer nach oben befördert hat durch, sowas hier. Schon fast 10.000 Mitglieder. Sieht es in Statistiken aus, Mitgliederzahl. Ja, wir haben jetzt zwar nicht mehr die. Wir haben nicht mal die meisten Mitglieder, aber wir haben mehr auf jeden Fall als hier. Freie Wähler und NPD am Anfang. Piraten. Die hab ich erst runtergesetzt auf 7.770. Die waren vorher auf 8.330. Bei den anderen Parteien habe ich nicht justiert, aber die Piratenpartei habe ich ja eh justiert. Bei den großen Parteien müsste ich da aber auf jeden Fall nochmal justieren, weil das jetzt keinen großen Unterschied natürlich ausmacht, aber durch diese kleinen Details dafür mag ich doch meinen Kanal. Dass ich nicht wie die großen Massenproduktion mache, sondern nicht für alles ja extra reinhänge und für jedes Nischenspiel ein Ohr offen habe. Schau mir gerne an, wenn ihr mir Spiele empfehlt, schaue ich mir gerne immer an. Vor allem, wenn es eine Demo oder sowas gibt. Wurde mir vor kurzem vom Nentomat hier so ein Politikspiel empfohlen. Sehr schönes Spiel, wenn du schaust. Hallo. Ist aber, glaube ich, nicht für ein Let's Play geeignet. Also überhaupt nicht. Dafür ist das viel zu komplex. Aber so zum Spielen ist das sehr schön. Hier von 270 Soft. Wenn ihr auch mal auf diese Webseite geht. Da gibt es ganz viele Wahlsimulatoren. Unter anderem eben auch zu Deutschland. Bis 2009 sind da Wahlen dabei. Sehr schön. Ich habe überlegt, mir das zu kaufen. Es gibt nämlich angeblich auch einen schönen Editor. Und ihr kennt mich, ich und Editor, Spiele mit Editor. Wir sind beste Freunde. Bei Powered Revolution habe ich es ja ein bisschen sehr übertrieben. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Ich habe mal meinen nicht davon erzählt in einem Video, wenn ihr das geschaut habt. Bei Powered Revolution, als ich da 200 oder 300 deutsche Städte eingefügt habe. Das aber nicht funktioniert hat, und das, weil irgendwie an der Grenze keine Städte sein dürfen und das deswegen alles so nach innen gefördert wurde und dann die ganze Arbeit unnötig war, weil die Städte an der völlig falschen Position war. Da waren halt so viele Städte zum Teil an ungefähr einem Punkt, obwohl man die eh schon nicht so nah aneinander setzen konnte. Das war schon Arbeit, und zwar unnötige Arbeit. Ach, der Herr Zasow verlässt die NPD. Bavaria. Ach, wer hört sich denn so bayerisch an? Machen wir mal so. Franz Josef Breyer, das ist der Ehrenvorsitzende. Habe ich mir auch überlegt, ob ich den vielleicht nehmen kann. Aber nee, habe ich mich auch gegen entschieden. Ich achte Persönlichkeitsrechten. Okay, bei manchen Politikern hier kann man echt auch drüber streiten. Aber bei den Piratenpartei, hier, um mich nochmal doppelt strafbar zu machen. Ich liebe diese Frisur. Simon, wenn du dieses Video guckst, deine Frisur ist super. Für deine Haarfarbe. Ja auch. Die Birgit. Ah, die sind ja für so Fair Use und alles in die Richtung. Dass jeder alles benutzen darf. Okay, Copyright und alles. Da habe ich mir mal gedacht, ne? Und ich finde, das ist keiner ursprünglich. Nazis darf man immer darstellen. André Pongburg in der NPD. Ja, gut, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, sonst sind ja. NPD darf man sowieso übertaschen. Die Partei. Ja, cool drauf. Also bei der Familienpartei achte ich da doch die Privatsphäre der einzelnen Mitglieder. Ich hoffe, das versteht ihr. Die Sachen sind jetzt übrigens noch nicht aktualisiert. Bei Google Drive werde ich auch erstmal nicht machen. Wenn ich das dann aber mache, dann könnt ihr euch ja das dann selbst einfügen, die Porträts. Für einen eigenen privaten Gebrauch sollte das ja kein Problem sein. Oder bitte nicht teilen, denn das ist nicht nett. Nicht nett gegenüber den Leuten, die wieder dargestellt sind. So ist es. Ein bisschen. Nee, werden nicht einziehen. Aber so ein 3%chen wären nett. Wenn wir 3% haben, dann bin ich überzeugt, dass wir bald schon in den ersten Landtag einziehen. 2,7% sind gerundet. 3% ist also super. Und die Freien Wähler ziehen bei der ersten Wahl in den Bundestag ein. Das hatte ich noch nie. Die FDP verliert ordentlich. Dafür gewinnen die Freien Wähler ordentlich dazu. Die Grünen gewinnen ordentlich. Das könnte sogar so ein realistisches Ergebnis sein. Vielleicht ohne die Freien Wähler. Aber das könnte momentan ziemlich realistisch sein. Bis auf, dass man Grüne und SPD vielleicht tauscht. Aber die SPD ist ja auf dem Auswärtstrend. Ja, wird man sehen, ob das nun mal so möglich ist. Aber es ist realistischer als vieles, was wir sonst haben.
auch bei der ersten Wahl, weil die erste Wahl meistens noch relativ realistisch ist. So, Angela Reiter verlässt die Partei, genau. Die Partei kann man dazu auch wirklich nur sagen. Die Zentrumspartei hier. So, nehmen wir hier mal in Hessen, da hört sich doch der Gerschewski danach an. Die Folge ist auch gleich vorbei. Sehe ich gerade so ganz knapp aus dem Augenwinkel. Wir zahlen jetzt aber erstmal Geld ein, würde ich sagen. So 600.000. Exakt. 600.000, bitte einzahlen. Und 1, 3, 1, 2, 3. Genau. So, und jetzt verabschiede ich mich über 15 Minuten. Das hatten wir seit Ewigkeit nicht mehr. So, das ist die. Ach so, was ich. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ich habe als Abkürzung für die Familienpartei, glaube ich, FPTD genommen oder sowas. Musst du uns ja irgendwie abkürzen. Kann man das irgendwo die Abkürzung man sieht, jetzt schon. Glaub nicht, ja. Irgendwie sowas. Denn Familie ist die offizielle Abkürzung, die ist einfach viel zu lang. Jetzt schreibe ich aber Familie hin. Bis zum nächsten Mal und tschüss.